Hier ist die erste deutsche Insel und wir ficken Movie Maximum mit dem Pinsel. Jetzt kommt die Tagesschau. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Willkommen um 18 Uhr täglich zur Tagesschau. Der Musikpreis Groovy Maximum wurde abgeschafft. Die zwei Interpreten, Kollega und Farid Bang, haben bei der Groovy Maximum Preisverleihung einen Song performt, der judenfeindlich ist? Und nun, meine Damen und Herren, präsentieren wir Ihnen ein wundervolles Abendprogramm, und zwar den guten Mixery Mittwoch. Serge Dier. Jo Leute, was geht? Ich bin Serge Dier, euer Barista vom Mixery Mittwoch. Bestens gekleidet, bestens vorbereitet. Ihr habt mir alle ein paar Rezepte zugeschickt, und zwar habe ich im Internet einige Anfragen bekommen, ob ich mal den Smoothie Maximum machen kann. Und ich dachte mir, dem gehe ich mal nach. Hallo meine lieben Bastelfreunde, willkommen zu einer neuen Sendung. Und zwar, heute basteln wir was ganz, ganz Bestimmtes. Ich hab's den Namen. Warte, ich mach wieder, ich hab's den Namen vergessen. Okay. Hallo Leute, willkommen zu unserem neuen Bastelvideo, zu einer neuen Episode von unserem Bastelformat. Heute basteln wir was ganz, ganz Bestimmtes, was ihr noch nie gesehen habt. Und zwar Movie Maximum, ja, aka Lennart. Wundert euch nicht darüber, das ist nur kurz eine Vorlage, die ich davor gemacht habe. Wir bauen auf jeden Fall ihn nach. Mobbing, schlechte Schulnoten, Drogen, das alles beschreibt Maximilians Alltag. Maximilian ist 17 Jahre alt, Hobbyfilmproduzent und Twitter-User. Mit 12 Jahren hatte Maximilian eine Schulklique eröffnet, um mit anderen über seine Projekte über Knete zu reden. Allerdings hatte er keine Person gefunden, die das gejuckt hat. Deshalb hat er sich in Lennox umbenannt und ist als Movie Maximum inzwischen lila. Unser Team konnte einen seiner absurden Monologe in seinem Zimmer aufzeichnen. Maximilian meinte, das sei Selbsttherapie für ihn. Schauen wir doch mal rein. Yo Leute, hier ist Movie Maximum. Heute mal gegen die Insel und da frage ich mich, was ist denn mit dir los? Vor 3 Jahren gegen Masa und Osa, Der Movie Maximum ist der schlecht bewertetste Film der Welt. Wir haben diesen Film selber gesehen und er ist wirklich einer der schlechtesten Filme der Welt. Die Webseite Rotten Tomato hat 1 Stern gegeben, das ist ja bekanntlich die bekannteste Seite der Welt dafür. Und ja, das ist wirklich sehr scheiße. Herzlich willkommen zum Stierkampf, der Talkshow, in der Konflikte gelöst werden. In der heutigen Episode geht es um das Thema Doppelgänger. Unser heutiger Gast ist auf uns zugekommen, um über Movie Maximum, aka Lennox, reden zu können. Unser Team hat fürs Gespräch extra 3 Fragen vorbereitet. Wir heißen dich herzlich willkommen, Lennox. Hey! Hey, hallo, let's go. Hey Lennox, schön, dass du da bist. Wie fühlt man sich so als Lennox? Hey Digga, bestes Feeling. Freuen wir, wenn man sich den Namen selber gibt und nicht so geboren wird wie ein Digga, guck dir mal den an. Ohne Scheiß, Digga, wie kann man eigentlich so... Ja! Okay, also, zuerst habe ich ein Glas geholt, damit wir das Getränk zubereiten können. Und die restlichen Zutaten zeige ich euch jetzt. Wir fangen an mit ein bisschen haltbare Milch, warum auch immer. So ein bisschen nur, ganz, ganz bisschen. Und wir brauchen auf jeden Fall Baileys Chocolate. Lecker. Als nächstes machen wir ganz geschmeidig weiter mit dem guten... Komm raus. Bruder, bitte komm raus. Hier, wir haben das großartige Kaba Erdbeerpulver mit den lustigsten Bären der Welt. Was ist das für ein Bär? Und dieser Kaba-Bär hat uns das Erdbeerpulver gegeben, damit wir den Smoothie Maximum zusammenmixen können, Leute. Was folgt als nächstes? Eine Prise Zimt, Leute. Tack, tack. Das allererste, was wir erstmal brauchen, damit wir etwas Gutes hinbekommen, sind natürlich Blöcke. Dabei brauchen wir einen ganz, ganz bestimmten Block und das ist der schwarze Stein. Wofür wir den brauchen? Ich weiß es selbst nicht, aber wir werden ihn brauchen. Damit kennzeichnen wir erstmal die Haare, weil man muss ja auch mit den Haaren starten. Weil er hat ja sehr lange Haare, wie man weiß. Ja, ein bisschen davon und ein bisschen Kleber davon. Und das sind erstmal die Haare. Na, da können wir eigentlich ein bisschen länger machen. Also ich glaube, da kann man sehr damit spielen. Also da... Habt ihr freie Auswahl bei dem Leben, Lennox? Dann müssen wir was weiteres machen. Und zwar, wir müssen Hautfarbe, weil er... Oder nee, er hat ja eigentlich gar keine Hautfarbe. Nehmen wir gelbe Farbe, ich glaube, das trifft eher zu. Machen wir hier ein bisschen. Hier hat er noch sowas Rotes. Keiner weiß, was das so wirklich ist. Das müssen wir hier ausfüllen. Zack, 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 zack. Sagen wir Hallo zum Slimy. Hallo. Top Stier Takeover. Berlin, was geht ab? Heute sind wir im Viertelfinale angekommen. Jerbe Player gegen Movie Maximum. Macht mal her, Leute. Freestyle-Schlagabtausch auf einem Beat von DJ Pete. Liebe Crowd,
feiert an den richtigen Stellen. Wir beginnen mit Jerk und Peter. DJ Pete, los geht's! Movie Maximum, das hier ist für dich. Woher kommt dieses Echo? Du weißt genau, was jetzt kommt. Wie machst du das? Also ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ein Part. Eins, zwei, drei, vier. Ich steppe in den Parts und ich denke mir so, was los? Kanalzerstörung, aka Movie Maximum Upload. Movie geht in eine Kneipe, passt auf, wird witzig. Der Barkeeper sagt dann, ey, du scheiß Pferd, verpiss dich. Aber einen kleinen Widerspruch an dir finde ich untröstlich. Nennst dich Movie Maximum, aber bringst dann nur Kurzfilme. Es tut mir kein bisschen leid, dass ich dich hier zerfetzen muss. Ich falte dich zusammen und mach dich damit zum Blender Cube. Schöne erste Runde von Jerry Player auf meiner rechten Seite. Ja, Movie Maximum, es ist Zeit zu kontern. 1, 2, 3. Was ist mit dir los? Fetter Straßenbänder. Dieser oberfette Fleischpanzer. Digga, was laberst du gerade? Jerry Player ist dein Gegner. In deiner Zahnlücke. Bei seiner ganzen Krücke. Lücke und Krücke? Die Oberbaumbrücke. Ja, Digga, komm. Reicht jetzt. Das war's, Digga. Geh mal von der Bühne jetzt hier. Hallo. Wir müssen den Movie Maximum von der Bühne kriegen. Movie Maximum. Nein, Jerry. Nicht du. Ich mach das! Frage Nummer 2. Würdest du, Lennox, mit Movie Maximum, aka Lennox, ins Gym gehen? Digga, der Typ ist mir ja nicht so. Digga, ich glaub, der würde einfach nur rumheulen und dann sagen, oh, ich bin so. Digga, ich will essen. Guck mal, guter Bruder, ich will essen. So dick. Alles klar. Also, ich muss mich bekennen und sagen, ich habe Angst, gegen die Insel zu battlen. Ja, ich weiß auch nicht so ganz. MKB, ob ich was mache, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht so ganz. Jetzt kommt die Werbung. Unglaublich! Das süße Schnuffelchen hat diese Sommersongs in seinem Nest versteckt. Nur für kurze Zeit im Monatspaket. Der ultimative Die Insel Klingelton. Schicke Stier 1 für diesen Banger an 5x die 3. Das ist die Insel gegen den Insel. Movie Maximum sieht so aus, als ob er hobbymäßig hinfällt. Und der Name, ach du Scheiße, hab die Clips angeschaut. Wenn das dein Maximum ist, wie sieht dein Minimum aus? Damit ist der Sommer gerettet. Sommer gerettet. Kauf dir auch diesen Sounding-Song. Ja. Schicke einfach Stier 2 für diese Ballade an 5x die 3. Ah. Kauf die Jamba keine Sambas. Hol dir eine Klingelton, weil sonst wirst du ein Wasser. Movie Maximum, ein Tier, ein Stier. Er fragt mich, was wird das hier? Er gefriert. Ah, ich klingel diesen Movie Maximum. Digga, du hast keinen Movie Maximum. Jetzt, um das Ganze geschmackvoller zu machen. Oh ja. Das schmeckt schon mal bisher ganz gut. Habe ich ein bisschen Seife mitgebracht. Movie Maximum könnt davon auch was vertragen. So, Seife ist drin. Was brauchen wir nun? Hier fehlt noch was. Und was fehlt? Genau, Leute. Die Zutat des Jahres. Der schwarze Pfeffer. Der schwarze Pfeffer? Rein damit, Leute. Tak, tak. Leute, es ist nicht ohne Grund ein Smoothie, der Smoothie Maximum, wenn da kein Obst drin wäre. Deswegen habe ich noch ein bisschen heiße Zitrone für euch mitgebracht. Kommt auch alles hier rein auf jeden Fall. Schaut euch das bitte an. So, das ist jetzt unsere Skizze vom Kopf. Hier haben wir einen Pickel. Achtung, bevor wir zur Tastatur greifen, verinnerlichen wir uns das Bild. Wir verinnerlichen uns das nochmal gut. Okay, was sehen wir? Wie sehen wir? Er hat Augen. Das ist schon mal was Gutes. Darum müssen wir wieder Schwarzstein verwenden, aber diesmal ein anderes. Nehmen wir das hier, das Rote. Das kommt davon, dass er zu viel auf dem PC ist. Darum sollte er mal ein bisschen weniger auf dem PC sein. Das sind die Augen. Was brauchen wir noch? Das fragt ihr euch jetzt bestimmt. Maverick, was brauchen wir denn noch? Natürlich, eine Nase. Den Baum... Bambusflock. Und damit machen wir die Nase. What the hell? Ich habe so unglaublich großen Hunger. Also, Meatimon. Also, das ist jetzt mein Statement an dich, weil ich weiß jetzt nicht ganz genau. Also, ich bin gerade so fett, ich könnte ein ganzes Stier essen. Letzte Frage. Was würdest du tun, wenn du, Lennox, alleine mit Movie Maximum, also Lennox, in einem Raum wärst? Zu Hause gehen. Ja, ist klar, Leute. Vielen lieben Dank für das wunderschöne Gespräch. Nächste Woche kommt Morten und redet mit uns über Schokolade. Bis dann. Unser Konkurrent und Kontrahent Luis ist immer noch in den Backrooms eingesperrt. Wir haben versucht, ihn herauszuholen, aber wir haben ihn bis heute nicht gefunden. Jetzt frag dich bestimmt, Maverick, was sollen wir bei diesem großen Mund machen? Wir kriegen den doch hier gar nicht rein. Da müssen wir ein bisschen minimalistisch denken. Wir müssen hier seinen Mund sehr, sehr viel kleiner machen, weil hier passt nicht sein ganz großer Mund rein. Ah, es ist schon klein im Gegensatz zu dem, was eigentlich, wie groß sein Mund eigentlich ist. Aber ja, das kriegt man schon irgendwie hin. Aber trotzdem,
Wir kriegen es hin. Ja, es ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig bei diesem Meisterwerk, aber es ist was Gutes. Also ich weiß jetzt nicht, warum. Digi-Leute, also ich hab Hunger, ich geh jetzt was essen, ich bin lila. Ichimon weiß nicht, was ein Stier ist. Es sind wirklich bahnbrechende Neuigkeiten, die euch hier geliefert werden. Und zwar haben wir aus direkter Quelle erfahren, dass er nicht weiß, was die Bedeutung eines Stieres ist. Luca ist nach dem Finale direkt ins Halbfinale gekommen. Ich glaube, da muss ich gar nicht so viel erklären. Also es ist wirklich eigentlich ziemlich selbsterklärend, was hier gerade gesagt wurde. Deswegen... Game on. Was brauchen wir noch? Was ist eine grobe Eigenschaft vom lieben Lennox? Und zwar ist seine Eigenschaft das Essen. Wir sehen in seinen Haaren, dadurch, dass er viel isst, hat er Krümel in seinen Haaren. Ich vermute auf Schokokrümel. Dazu brauchen wir den Schoko. Den haben wir leider nicht. Nehmen wir Kuchen. Ich glaube, das passt eher, wenn einfach Kuchen in seinen Haaren sind. Das kennzeichnet auch erstmal eine Attitüde. So unlustig, egal. Eine letzte Zutat habe ich noch für euch. Könnt ihr es erraten? Ich weiß es auf jeden Fall. Wir haben Among Us. Der kommt auch noch hier rein. Jetzt trinke ich den und ich guck mal, wie es schmecken wird, Leute. Ich habe gehört, es passieren komische Dinge mit Leuten, die den Smoothie Maximum trinken. Probieren wir es mal. Was ist passiert? Auf jeden Fall haben wir dann das letzte und zwar ist es der Doppelkinn. Den Doppelkinn müssen wir auch machen. Der geht leider sehr weit runter. Darum müssen wir uns leider sehr weit in dem Ding. Oh!